Herzlich willkommen zu einer neuen Besuchsfolge in Social Empires. Und ja, als erstes besuche ich den Giapan. Ja, was sehe ich denn hier? Hast du Türme angebaut? Ich weiß nicht, hattest du schon immer so viele Türme? ja, das weiß ich nicht. Was haben wir hier? Ein Riesenmammut. Oh, das sieht auf jeden Fall optisch schon mal cool aus. Was haben wir noch? Ja, weiß ich nicht, Häuser, Teereich, baust ja auch irgendwie nicht so viel dran rum, aber naja. Ich gehe mal weiter in das nächste Reich, weil ich nicht weiß, was ich noch dazu sagen soll. Das nächste Reich ist das von Nedal. Ja, das sieht doch auch mal cool aus. Hier haben wir halt in der Mitte das Rathaus, nur sehr, sehr, sehr schwer zu erreichen. Das ist halt das Gute. Und drumherum sind viele Drachen, hier einige Schlösser. Und ja, das ist gut, ne? Also ich würde sagen, das ist richtig gut hier. Und ja, ich würde sagen, ich gehe in das nächste Reich. Und das nächste Reich ist das von Marco Kamitz. Ja, hier haben wir viele Türme, das ist schon mal gut. Und da auch sehr, sehr viele Türme. Das beschützt nämlich gut das Rathaus und alles. Aber, also, die Ressourcen können ja jetzt nicht nur durchs Rathaus geklaut werden, sondern auch durch so andere Gebäude. Die würde ich dann ebenfalls in die Mitte tun, weil die müssen ja auch bewacht werden. Aber so von der Armee her würde ich sagen, also dass das kein Problem ist, da jemanden zu verteidigen halt oder so. Und das ist halt ein gutes Reich und ich gehe weiter in das nächste Reich. Und jetzt besuche ich das Reich von Altan. Oh, das mit dem Wetter, das passt hier ja schon mal in einem Reich schön. Ja, ich glaube, das soll das ein Schneereich sein, oder? Weiß ich nicht, das sieht mir nach Schnee aus. Also, ja, Winter, würde ich mal sagen. Ja. kann ich noch dazu sagen. Ja, schön ummauert und hier mit den Türmen auch schön verziert. Die Drachen und so sind auch gut. Ja, also, also für das Level ist es eigentlich gut, aber naja. gut. Also man könnte noch ein paar bessere Einheiten rumstellen und das Rathaus ein bisschen besser verteidigen, weil, naja, also würde man sagen, hier vielleicht noch so ein Kästchen kaufen oder da, weil, ja, jetzt könnte ich einfach von da kommen oder da, dann wird das kein Problem sein. Also da würde ich dann nochmal die Verteidigung nachbessern. Naja, egal. Ich gehe wieder in meine Stadt und suche mir einen neuen aus, den ich, ja, besuchen werde. Ja, als nächstes besuche ich Fatih Tigli. Und ich sag's nochmal, also wer sein Level nicht drunter schreibt, den besuche ich nicht. Also, früher ging das, aber jetzt nicht mehr, weil ich habe so viele Freunde und dann immer noch rauszusuchen, das ist viel zu viel Arbeit und deswegen muss man das Level da hinschreiben, weil sonst komme ich da echt durcheinander mit. Sorry, aber ja, ist so. Ist halt immer so. Ihr müsst das Level drunter schreiben. Ihr könnt auch nur mit der Zahl kommentieren, das ist mir egal. Also, nur das Level, das muss drinstehen, sonst ist mir das egal. Ja, hier haben wir schöne Burgen. Das Tolle ist ja, man kann ja so viele, also Schlösser, sag ich jetzt mal, Schlösser platzieren, wie man möchte. Deswegen kann man sein Reich schön mit ganz vielen Schlössern verzieren. Und hier haben wir noch Genesis Eisgott, Electric Epic Dragon Rider. Ja, schön viele Monster. Und dann haben wir hier noch schöne Bäder. Da kann man schön baden gehen. Das ist auch toll. ja, und sonst ist es eigentlich eine gute Verteidigung. Und, ja, ich gehe da mal wieder in mein Reich zurück. Und als nächstes besuche ich den Rasu, Level 68. ja, heute sind es mal nicht so viele Leute, das ist schön. Da kann ich mal mich ein bisschen entspannen und nicht einfach so viele Leute. Das ist irgendwie cool. ja, was haben wir hier? Ja, schöne Verteidigung durch die Mauern. Und, ja, jetzt kann ich auch ausführlicher werden. Und ja, von den Monstern her ist es richtig cool. Die verdecken das Rathaus, das ist gut. Und naja, die Farm, das ist auch immer gut. Das kann man hier dann immer ernten. Habe ich ja auch benutzt. Und ja, von der Verteidigung ist es halt richtig gut gemacht. Schön hier, ja, diese Monster vors Rathaus gestellt. Oh, und sogar den dreiköpfigen Urdrachenreiter. Oh, der ist so geil. Also, nein, ich wollte den anklicken. Ja, der ist geil, nicht der andere. Die Spezialattacken, die sehen da richtig geil aus, würde ich sagen. Naja, ich gehe weiter nach nächste Reich. Und ja, jetzt besuche ich den Dwenzer, steht da, glaube ich. ja, so ein langer Name, den kann ich gar nicht so gut lesen. Na egal, ich besuche den jetzt, mal gucken, was der so für ein Reich hat.
Ja, das ist cool. Guck mal, der hat sogar ein Diamantschloss. Ich finde das ja, und Diamantschloss, das ist ja richtig teuer. 400 Cash, ne? Also, Tipp an die Hacker. Kauft euch das Diamantschloss an die, anstatt dieses Drach, anstatt diese Drachenkillerfestung, weil sonst, also, dann fliegt das halt nicht so auf, weil die ist halt auch so gut und, ja, das fliegt halt nicht so schnell auf, als wenn er, ja, was anderes dahin macht, was es gar nicht gibt. Und ja, hier hat man so viele Monster und ja, schön Forst Rathaus bestellt, nur dass man theoretisch die ganzen Monster töten muss, um überhaupt ans Rathaus zu kommen. Das ist clever gemacht, schlau und ja, also was hat er denn hier? Hat er noch irgendwas stehen? Nein, wollte ich jetzt nicht da rein tun. Festung. Festung ist auch sehr cool. Ja, ich gehe jetzt wieder in ein anderes Reich. Als nächstes besuche ich den André. Ja, hier haben wir ein schönes Teufelsland, würde ich jetzt mal sagen, mit so einer Drachenkillerfestung. Ja, so viele und dann noch sehr viele Drachen hier drinne. Schöne Mauer, schöne Dekoration. Ja, was soll ich da noch zu sagen? Viele Drachen. Drachenkillerfestung ist vielleicht ein bisschen auffällig, aber naja. ja, ich gehe jetzt wieder in das nächste Reich. Und nun geht's in das Reich von Mario. Hey, irgendwie brauche ich für die Besuchsfolge immer vor langem aufzunehmen. Ich weiß nicht, wegen dem Laden und so, wegen dem Schnitt, weiß ich nicht. Und ja, hier haben wir das schön in 9, 3x3 sind 9, 9 Teile gegliedert. Und ja, hier hat man ein tolles Rathaus, das schön geschützt ist und ja, die Sachen sind auch hier gut geschützt und so. Hat man hier immer die ganzen Drachen. Ist auch ganz nett und hier hat man dann halt seine Schlösser. Finde ich eigentlich praktisch. Und naja, okay, ich gehe dann weiter in das nächste Reich. Jetzt geht's in das Reich von Raphael. Mit dem Namen erinnert mich das ein bisschen an diese Bonbons, die heißen Raffaello. Ja. Boah, das hat hier so viele schöne Schlösser. Das ist cool. Und naja. Wobei, da kommt man auch nicht so gut durch. Das, aber die Monster, von der Monsterzahl ist mir das ein bisschen zu wenig. Da kommt man mal ein bisschen mehr tun. Ah, guck mal, hier die Türme. Was, die schießen, boah, guck mal, die sind sofort weg, die Monster. Ne? Wenn die Türme rausschießen, bam, ja, guck. So, jetzt sind hier alle tot, ne? Schaden, Schaden, tot. Ja, geht so. So, ich gehe wieder in das nächste Reich. Ja, und jetzt besuchen wir den Patrick. Oh, Level 19. Ach, das ist ja noch so klein. Ach, das ist schön. Mal gucken, mal wieder in so einen Niedrigstreifenbereich besuchen. Das ist schön. Das unterscheidet sich immer toll von den anderen. Das finde ich toll. Ja, was haben wir denn hier? Naja, irgendwie wollen die Häuser hier nicht laden. Naja, das ist ja im Endeffekt auch egal. Was ist hier? Weiß ich nicht. Es will irgendwie nicht laden. Hier haben wir, ja. Vulkan-Golem, Ritter, ja. Also für das Level 19 ist so ein Jewel Epic Dragon, zerköpfiger heiliger Todesdrache, Feuerdrache und Gott richtig, richtig gut. Hier Himmel, Bahamut und so. Das ist richtig gut, weil damit kannst du jeden im Turnier besiegen, finde ich. Also in dem Level, weil da haben kaum Leute so gute Sachen. Also das von der Armee her ist es richtig gut und ja, in dem Levelbereich könntest du damit sehr viele Leute schlagen. Naja, gut, gute Armee. Ich gehe weiter in das nächste Reich. Und als vorletztes besuche ich den Giuliano. Ja, ein schönes Eisland würde ich jetzt mal aussagen. Ja, schön viel Schnee. Juhu. ja, viele Drachen sehen wir hier. Das ist auch richtig gut. Und Verteidigung haben wir eigentlich durch die Drachen auch schon genug. Und dann haben wir hier noch Türme. Das ist auch sehr toll. Das Cash-Wunder haben wir hier, also Geldwunder. Ja, okay. Das ist gut hier. Und ich gehe weiter in das nächste Reich. Boah, ey, irgendwie drehe ich heute voll lange hier ran. Nur wegen dem scheiß Laden, weil es immer so lange dauert. Als letztes besuche ich für heute dann noch den Yannick. Wie lustig. Letztes Mal oder so, irgendwann war der Erste, jetzt Letzter. Ja, wie sich das immer ändert. Und was haben wir hier? Ja, auch wieder ein Eisland. Und ja, von der Verteidigung her ist es gut. Nur hier, das hier oben ist mir echt zu wenig, weil ja,
Hier hat man gar keine Türme und gar nichts und da kann man auch recht gut durchkommen. Und ja, Schutzturm. Wozu hat man hier einen Schutzturm hingemacht? Weil hier ist ja irgendwie gar nichts, ne? Was soll der denn schützen? Ja, und ja, hier unten, das sieht eigentlich gut aus. Ich nehme mal an, das Rathaus ist da in der Mitte und das wird dann halt gut geschützt. Und ja, das ist gut so. Und ich gehe nochmal in meine Stadt und finde meine abschließenden Worte. Ja, das war heute mal wieder eine Besuchsfolge. Und ich sag's nochmal deutlich. Wer dabei sein muss, muss sein Level dahin schreiben. Wer kein Level dahin schreibt, der kommt nicht dran. Und das muss in der Gruppe passieren, wenn ich meinen Post poste. Nirgends anders. Also sonst kann ich mir das auch nicht merken. Ich habe da immer meine Liste, die ich dann hier immer übertrag und da drauf guck und so. Deswegen habe ich das so gemacht. Und ja, also wenn ihr dabei sein wollt, müsst ihr das so machen. Ja. Und die Besuchsfolge. Wen fand ich heute am besten? Ah, ah Mann. Ich fand, die Reiche waren alle toll. Ich habe gar nicht darauf geachtet, welches Reich am besten ist. Also. Ah Mann. Alles war gut. Also. Tja. Dann kann ich mich gar nicht entscheiden. Okay. Ja, dann würde ich sagen, das war die heutige Besuchsfolge in Let's Play Social Empires. Und ja, ich weiß nicht. Wo wollen wir uns denn morgen wiedersehen? Social Empires, Social Wars oder sogar Dragon City? Sucht's euch aus, schreibt es in die Kommentare und dann sehen wir uns morgen bei einem der drei genannten Spiele wieder.